Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich bin die Anna Knöfel und heute backen wir einen halbflüssigen Schokoladenkuchen mit Rotweinzwetschgen. So, als erstes fangen wir mit den Rotweinzwetschgen an. Dazu werden wir als erstes einen Karamell machen. Dazu gebe ich den Zucker in die Pfanne. So, als kleiner Tipp für uns Köche machen wir, damit das Karamell nicht am Rand verbrennt, einen Schluck Wasser mit rein, bis es gut verteilt ist. Und dann setzen wir die Pfanne auf dem Herd und warten, bis sich der Zucker aufgelöst hat und das Wasser ein wenig verdunstet ist, damit dann wirklich nur noch wieder der Zucker in der Pfanne drin ist. So, und nebenbei können wir schon mal die Vanilleschote auskratzen. Dazu macht man einen Riss hier rein. Macht sie auseinander und macht dann mit der Messerrückseite, also nicht mit der scharfen Seite, sonst zerlegt man die Vanilleschote, tut man das Mark herauskratzen. Den Rest der Vanilleschote auf jeden Fall mit verwenden und das Vanillemark an die Zimtstange oder an den Sternanis mitkratzen. Dann geben wir, da gibt es eigentlich in jedem Supermarkt diese Teebeutel, wo man den losen Tee hineinmachen kann. Da machen wir die Gewürze hinein. Damit wir die dann nicht einzeln wieder aus dem Fond heraus picken müssen. Knoten hinein oder mit Kochgarn abbinden, damit nichts rausfällt. Währenddessen habe ich hier die Schokolade für den Schokoladenkuchen und alles abgewogen. Dann machen wir die Butter mit hinein und alles zusammen wird das dann auch über dem Wasserbad geschmolzen. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, ständig dann umrühren, damit die Schokolade am Rand nicht verbrennt. So kann man wirklich nichts verkehrt machen. So, nebenbei habe ich hier Tortenguss vorbereitet, roter Tortenguss. Der macht sich am besten dann zum Fond abbinden, weil der dann auch schön glänzt. Bei der Stärke ist dann wirklich immer der Nachteil, dass es dann krümelig wird. Kleinen Schluck von dem Rotwein. Ganz wichtig, der Rotwein darf nicht warm sein. Ansonsten löst sich der Tortenguss nicht auf. So, jetzt sehen wir, dass sich ein Karamell gebildet hat. Das Wasser ist vollständig verdunstet. Jetzt mache ich die Gewürze mit rein. Lösche das Ganze mit dem Rotwein ab. Jetzt muss man das erstmal so lange köcheln lassen, bis sich das Karamell aufgelöst hat. Hier sieht man jetzt schon, dass das Wasser kocht. Das geht dann alles ziemlich schnell. Die Schokolade ist sich auch schon am Auflösen. Die Butter am besten ein bisschen klein machen. Wenn sich die Schokolade dann schon halbwegs aufgelöst hat, am besten vom Herd runternehmen. Der Wasserdampf existiert ja trotzdem noch. Jetzt haben wir eine gleichmäßige Schokoladenbuttermasse. Wenn das schön glänzt, ist es ein Zeichen, dass man alles richtig gemacht hat von der Temperatur her. So, jetzt sieht man, dass sich der Karamell aufgelöst hat. Jetzt geben wir die Pflaumen gefördert hinein. Jetzt muss man aufpassen, dass man das wirklich vielleicht nur eine Minute kochen lässt, damit das nicht zu weich wird. So, da kann man sich dann schon einen Topf und ein Sieb daneben stellen. Die Schokoladenmasse kann man jetzt einfach so erstmal beiseite stellen. Die brauchen wir dann noch später. So, jetzt kann man die schon runternehmen.
Jetzt geben wir das all über Sieb. Die Rotweinzwetschgen erstmal zur Seite. Wir kochen das wieder auf, den Fond. Kurz vorm Abbinden den Tonnenguss nochmal umrühren, weil sich dann meist das Bindemittel unten am Boden festsetzt. So, jetzt hat sich unser Fond wieder aufgekocht. Jetzt geben wir langsam unter ständigem Rühren den Tonnenguss hinein, bis er aufkocht. Dann nehmen wir den runter und dann geben wir das abgebundene am besten in ein flaches Gefäß, da kühlt es schneller aus dann. So, wenn wir dann die Zwetschgen soweit alles vorbereitet haben, kümmern wir uns jetzt um den Schokoladenkuchen. Dafür heizen wir jetzt erstmal den Ofen auf die 210 Grad vor. Als erstes werden wir die Eier und den Zucker schaumig schlagen. So schaumig ist das Ganze dann, wenn das von der Farbe her ein bisschen heller geworden ist. Der Zucker hat sich dann aufgelöst und es haben sich Blasen gebildet. Und die ganze Masse ist dann doch schon ziemlich, also ein bisschen fester. Als nächstes geben wir dann unsere Schokolade und die Butter langsam mit dazu und rühren immer weiter. Okay, jetzt haben wir alles zu einer gleichen Masse zusammengerührt. Und da geben wir dann als nächstes das Mehl und den Kakao hinzu. Das Mehl und den Kakao, das sieben wir rein. Somit lässt sich das dann besser unterheben und löst sich besser auf. Und die ganze Masse wird lockerer. Jetzt müssen wir das mit dem Schlesinger oder Teigschaber unterheben, bis wieder eine glatte Masse entsteht. So, jetzt sieht man, dass sich das Mehl vollständig aufgelöst hat, indem die Masse jetzt dicker geworden ist, sich mit der Schokolade, mit dem Ei, mit der Butter verbunden hat. Jetzt sieben wir noch den Kakao hinein. Bei dem Kakao auf jeden Fall ungesüßten verwenden. Der Kakao, der gibt dann auch noch ein bisschen Bindung. So, das Ganze heben wir jetzt auch wieder unter. So, und jetzt hat sich wieder alles schön verbunden. Ist ein glatter Teig entstanden. Und den werden wir jetzt abfüllen. Dazu gibt es einen kleinen Trick, damit man das dann auch besser wieder aus der Form herausbekommt. Am besten eignen sich dann immer Tassen, weil man die dann besser im Griff hat zum Umstülpen. Dann nehmen wir einmal Butter. Noch einen Finger und dann kann man das schön hier einfetten. Dann gibt man Kakaopulver hinein und verteilt den Kakao in der Tasse, sodass der an der Butter haften bleibt. So, und den restlichen Kakao dann wieder zurück. Jetzt geben wir was von der Masse in die Tasse hinein. So, von der Masse reicht zu. Geht ja dann noch im Ofen auf. Geben das in den vorgeheizten Ofen. Geben die Zeit ein. Machen wir erstmal 7 Minuten. Weil beim halbflüssigen Schokoladenkuchen müssen wir jetzt am besten immer ein Auge drauf werfen, da der dann doch nicht zu fest wird und innen drin noch flüssig ist. Weil der zieht ganz schnell nach. So, jetzt hat man ja gesehen, dass sich der Fond jetzt gefestigt hat. So wie wirklich bei einem Tortenguss von einer Erdbeertorte. Dann nehmen wir ihn raus mit so einem Teigschaber. So, gucken wir mal wegen den Kuchen. Wollen wir mal kurz hier drauf fassen. Nehmen wir den raus. Der zieht jetzt kurz nochmal nach.
Jetzt wird der feste Fond mit dem Stabmixer hochgezogen, nennen wir das. Wenn man den jetzt nochmal so hochzieht, bekommt er halt wirklich eine schöne Farbe, schönen Glanz und wird wieder ein bisschen flüssiger. Ist jetzt auch ideal zum Anrichten. Da läuft dann die Soße nicht quer über den Teller, sondern bleibt dort, wo sie sein soll. So, dann nehmen wir den Gewürzbeutel raus. Die Zwetschgen machen wir jetzt in den aufgerührten Fond hinein. Verrühren das Ganze nochmal. Jetzt sieht man wirklich perfekte Konsistenz für einen Kompott. Jetzt wird der Schokoladenkuchen aus der Tasse gelöst. Am besten mit einem Messer, mit der Rückseite wieder. Ansonsten macht man sich das Messer stumpf. Hier am Rand lang fahren. Und dann wird der Kuchen gestürzt. So, ist perfekt rausgegangen. Dadurch, dass wir das mit der Butter und dem Kakaopulver gemacht hatten. Jetzt kann man die Zwetschgen hier mit anlegen. Dadurch, dass sie gefordert sind, kann man die schön zu einem Fächer legen. Und wer mag und zu Hause hat, so als kleiner Tipp, ein bisschen Vanillesoße drüber. Das harmoniert ziemlich gut mit den Schokoladenkuchen und den Zwetschgen. Mit Minze noch ausgarnieren. So, fertig. So, da wünsche ich euch viel Freude beim Nachbacken. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de